herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann. Nachdem es ja jetzt die letzten Tage ein bisschen ruhiger war in dem Let's Play, geht's heute weiter. Heute ist Samstag. Dienstag kam ja die letzte Folge. Zwischenzeitlich war ich schön im Urlaub. Bin jetzt zurück und deshalb nehme ich jetzt noch ein bisschen auf. So. Bin gestern zurückgekommen. Aufnahme ist auch gestern schon entstanden. So, hier ist fertig. Und heute sind wir auch mal alleine. Und so wird es die nächsten Tage auch sein in den Folgen. Dass ich da erstmal alleine bin. Ups. Tisho Farm wollte eigentlich mit von der Partie sein. Hat sich aber dann nicht gemeldet, als es darum ging, dass wir aufnehmen. Dann hat er leider Pech gehabt. So, ich habe jetzt hier Feld 4 schon mal den Raps abgeerntet. Jetzt haben wir auf Feld 2 auch noch fertigen Raps. Und dann haben wir, glaube ich, noch einen Haufen Zeug, was wir letztes Mal ja so unter der Hand gekriegt haben. Ja? Mais haben wir auch. Da ist der Preis gerade steigend. Gerste haben wir 43.000 und Weizen. Weizen 43, Gerste 24.000. Das ist soweit schon mal ganz ordentlich. So, ich guck mal, dass ich hier ziemlich flott vorankomme. Weil es gibt einiges zu tun. Wir haben auch noch über 6.000 Liter Milch bei den Kühen. Also heute können wir richtig ranklotzen. Ich werde gucken, dass ich die Gewächshäuser schnell wieder befülle. Falls die leer sein sollten. 4000 Mist haben wir. Da müssen wir eben alles jetzt nach und nach mal durchchecken. Wie gesagt, ist immer so, wenn ihr alleine aufnimmst, dann hast du mehr zu tun. Vielleicht haben wir gerade hier so ein kleines Vorgewende. Dass der hier Rangierplatz hat. Und dann fahre ich den Raps in die Dieselproduktion. Und dann gucken wir mal weiter. Tja, Kommentare habe ich. Kommentare habe ich natürlich auch gelesen, obwohl ich im Urlaub war. Natürlich, John Deere Fendt ist natürlich auch grün. Aber ist John Deere grün ist einfach viel schöner. Also das muss man einfach mal ganz sachlich sehen. Sachlich und objektiv. John Deere mit der Gelbkombination unschlagbar. So, was mir gerade auch einfällt, wir hatten letztes Mal schon zwei Sachen zum Händler gefahren. Da wollte ich nämlich noch was verkaufen, und zwar den Zetor und das alte Fässchen. So, kann man ein paar Screenshots geschossen. Ich habe ja noch den kleinen Fendt, aber da bin ich schon fast am Überlegen, ob wir den nicht austauschen sollen. Ob wir dem Tiger Farm da nicht noch einen größeren Fendt hinstellen. Der
Theoretisch müsste man das Kapital dafür haben. Zumindest wenn das Schweinefutter durch ist und verkauft. Oh, der hat sogar auf die richtige Seite gewendet, so wie es aussieht. Sehr schön. Dann kümmere ich mich gerade mal um den Verkauf vom Zetter. Den haben wir nämlich hier schon beim Händler stehen. Verkaufen. 100k kriegen wir dafür noch. Für das Festchen kriegen wir nicht viel. Aber das ist okay. So, jetzt lass mal gerade gucken. Was kriegt man denn für den Fend noch? Ach ja, Fässer haben wir ja genügend. 90 kriegen wir vielleicht auch. Knapp um die 100k noch dafür. Dann hätten wir 230k. Dann kriegen wir nur den 700er Vario, aber der ist ja nicht viel größer. Der 800, was hat der für? 280 PS. Ist das der? Ja. Ja, der hat natürlich nur 250. Das nächste wäre ein 900er. Da sind wir aber schon bei 300k. Mit GPS kostet er 330.000. Ja, aber das werde ich mir überlegen, ob ich da im Tigerfarm eine kleine Freude mache. Ich wollte eigentlich den rechtzeitig abtanken. Come on, gib Gummi. Hat nochmal geklappt. Dieses Schrottding, weißt du? Den fahre ich mal schnell zum Händler, solange er nicht da ist. Vor allem wie der aussieht, ey. Der hat den, glaube ich, noch kein einziges Mal gewaschen. Der kriegt dann 900er Fend. Soll er sich nicht beschweren. Aber er wird sich bestimmt beschweren. Da kann man keine Türen aufmachen. Na, guck dir mal die Möhre an hier. Wir müssen vorwärts kommen. Dafür brauchen wir auch gescheite Fahrzeuge. Fleckziehen tut der 800er Fend hier schon gut. So, warte mal, wir haben das kleine Gartorfass, glaube ich, noch. Bräuchte irgendwann, glaube ich, auch noch ein größeres, anderes Flüssigkeitenfass. Verkauf den jetzt einfach mal oder guck mal, was der bringt. Und dann entscheide ich. Der bringt sogar noch 108.000, Alter. Tschüss, Tigerfarm. Wärst du mal lieber da geblieben, gewesen. So, sieht doch schon gut aus. Und dann lackiert er so ein Murks hier.
konfiguriere den wieder um. John Deere. Felgenfarbe. John Deere. So. Konfigurieren. So, okay. So ist es alles richtig. So, jetzt weiß ich nur nicht, wo das kleine Fässchen steht. Oh, stimmt. Hier haben wir ja die Düngerproduktion, glaube ich, stehen, gell? Mist und Gülle. Wo steht das Fass? Da steht der Anhänger. Wir hatten doch noch das kleine Gato-Fass. Hä, haben wir das nicht mehr? Doch, hier. Aber wo stehst du denn? Gülle-Lager. Stehen. Hey. Das war das andere. Ah, da oben steht's. Gefunden. So, inzwischen ist auch eine neue Version nochmal von der Hofbergmann angekündigt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ist natürlich immer die Frage, updatet man ziemlich schnell darauf und gerät dann noch in die Bugs rein? Oder was macht man? Natürlich ist für euch als Zuschauer am interessantesten, wenn wir direkt instant auf die neue Version wechseln. Deshalb, wenn da irgendwas rauskommt, wird man das wahrscheinlich auch machen. Alter, 6000 Liter. Ah, was hat denn der für einen Bremsweg? Ups. Oh Gott, wenn Tigerfarm mitkriegt, dass ich seinen heiligen 800er Fendt verkauft habe. Nein. Oh, scheiße. Wo kippt denn das jetzt rein? Nirgends. Ist auch interessant. So, machen wir hier mal die Milch rein. Upsa. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt da schon reingebuttert habe, gebechert habe. Lol, wenn der falsch rum ist, der Eimer, dann geht's nicht. Der muss richtig rum sein. Also wenn er eigentlich richtig rum ist, geht's nicht. Ich würde eigentlich gerne alle, die ganze Milch hier reinmachen. Drescher ist schon wieder gleich voll.
Da müssen wir wirklich im Akkord arbeiten und die nächsten Tage auch. Aber das ist gar kein Problem. Haben wir wenigstens mal was zu tun und müssen uns nicht überlegen, was wir tun sollen. So, komm her. Hallo? Ah, ich hab den schon. So. Was ihr natürlich die ganze Zeit auch weiterschauen könnt, ist, oder geschaut habt hoffentlich, ist Real Farming. Da kamen ja ununterbrochen Folgen auf dem Kanal. Da haben wir ordentlich vorproduziert, dass es für meinen Urlaub gereicht hat. Und das wird auch nonstop so weitergehen. Also da täglich 16 Uhr neue Folgen. Eine neue Folge. Und ab eben heute auch wieder um 19 Uhr. Das Let's Play vom Hofbergmann. So. Und das Wasser, das Milch hier, das kippe ich jetzt in ein Ding rein. In den Buttermischer. So ist zumindest der Plan. Und dann machen wir Feierabend. Muss man das auch mit dem... Ne, in Buttermischer kann man, glaube ich, direkt reinkippen, gell? Ah, ja. Perfektomat. Kommen auch nochmal 10 Fässer raus, wollte ich sagen, aber so viel passt da gar nicht rein. Gut, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Moment, ich steige mal hier gerade ein. Buttermaschine anschalten. Motor starten. Abdeckung schließen. Buttermaschine anschalten. Ah, jetzt läuft die Zeit runter. Gut, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao.